aus Andelsbuch im Bregenzer Wald zum Sieg im Sparkassenmarathon der drei Länder am Bodensee in einer Zeit von 2 Stunden, 50 Minuten und 33 Sekunden auf Rang 2. Sandra Haderlein aus Deutschland, ihre Zeit 2 Stunden 53 und 32 Minuten. Und auf Rang 3 Sonja Brande, ihre Zeit 3 Stunden 2 Minuten 46 Sekunden. So, wir warten jetzt also auf die nächsten Damen und Herren, die hier beim Marathon ins Ziel hereinkommen. Wir sind in wenigen Augenblicken dann mit dem Stream auch am Ende. Sabine, wir machen ein kurzes Resümee. Du wirst uns dann verlassen. Sabine, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier diesen Marathon zu kommentieren. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Nächstes Jahr läufst du selber. Resümee von dir noch einmal zum Schluss. Ja, also das kann man nur in ein paar Sätzen resümieren. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich eine super Ablenkung, dass ich nicht teilnehmen kann. Die Organisation wie immer top, Verhältnisse top, Leistungen grandios. Also was will man mehr? Ja, Sabine, vielen Dank fürs Mitkommentieren. Tolle Einblicke hast du uns da gegeben. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute, dass du schnell gesund wirst. Und wir sehen dich dann nächstes Jahr beim Marathon hier, beim Sparkassenmarathon der drei Länder am Bodensee. Danke, Sabine Reiner, fürs Mitkommentieren. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Ja, die Sabine wird uns jetzt also verlassen. Ja, wir warten noch gespannt auf die Nächsten, die ins Ziel hereinkommen. Wir sind noch circa 10 Minuten hier auf Sendung. Ja, immer wieder kommen jetzt hier Zuschauer und Personen vor die Kamera, denn es ist derzeit die Siegerehrung am Laufen, die Siegerehrung im Halbmarathon. Ja, in aller Kürze also auch dann die Siegerehrung bei den Marathonläuferinnen und Läufer. Das Siegerpodest steht fest, da sehen wir die Halbmarathon-Sieger. Das ist das Bild. Sieger im Halbmarathon, Christoph Schäfer vor Nikolaus Willidal aus Österreich. Und auf Rang 3, wir haben ihn eben gehört bei uns, den Thomas Summer. Bei den Damen haben wir die Siegerin Katrin Müller vor Claudia Müller und Viktoria Fink. Und wir haben das Siegerpodest bei den Herren im Marathon komplett. Da gratulieren wir Francis Ngare vor Richard Kiprono Brett und Edwin Kipkorir. Und bei den Damen, wir haben es eben gerade durchgesagt, Sandra Urach vor Sandra Haderlein und Sonja Brandl. Ja, immer mehr und mehr Athletinnen und Athleten kommen ins Ziel, genießen den Zieleinlauf, genießen die Atmosphäre hier im Stadion. Wir haben zwischenzeitlich 5 Damen im Ziel. Auf Rang 4 haben wir die Elvira Flurschütz und auf Rang 5 die österreichische Teilnehmerin Andrea Feuerstein-Rauch. Ihre Zeit 3 Stunden, 5 Minuten und 12 Sekunden. Ja, wir sehen es, es kommen immer mehr und mehr herein. 3 Stunden, 8 Minuten und 15 Sekunden sind absolviert. Und es wird jetzt sicher noch 1-2 Stunden dauern, bis dann auch die nicht ganz so schnellen Athletinnen und Athleten ins Ziel kommen. Nichtsdestotrotz, wir hoffen natürlich im Stadion, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Stadion bleiben und alle anfeuern, die hier hereinkommen, denn gerade für die ist es wichtig, dass sie Unterstützung erfahren von allen, die hier im Stadion sind. Also es wird sicher noch knappe 2 Stunden dauern, bis dann der Marathon beendet ist. Ja, das Siegerbild ist also
in Stein gemeißelt. Das Siegerbild bei den Herren ist klar. Da haben wir drei Kenianer auf den ersten drei Rängen. Und bei den Damen haben wir einen Vorarlberger Sieg. Wir gratulieren aus aller Herzlichste Sandra Urach aus Andelsbuch im Bregenzer Wald. Wir haben also zwei Rookies, die sowohl bei den Damen als auch bei den Herren diesen Marathon gewonnen haben. Ja, und mehr Athletinnen und Athleten kommen hier ins Ziel. Wir sehen es, da wird gewogt, da wird gesprungen, da wird noch gesprintet auf den letzten Metern. Ja, tolles Ambiente, tolle Atmosphäre hier im Stadion. Die in Summe, die knapp 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier bei der achten Auflage des Sparkasse-Marathons der drei Länder am Bodensee erlebt haben. Also am Vortag, gestern Samstag, waren knapp 3.000 Kinder hier im Stadion. Unglaubliche Bilder, die wir hier gesehen haben. Und das ist das, was mich immer im ganz Speziellen freut, dass so viele Kinder mit dabei sind. Denn das Motto Vorarlberg bewegt, das Motto Rennen statt Pennen. Und wir hoffen natürlich, dass wir aus diesen vielen Kindern, die wir am Vortag hier in Bregenz gesehen haben, dann auch in naher und ferner Zukunft viele, viele erleben werden. Beim Marathon, Halbmarathon, Viertelmarathon und auch bei der Staffel. Ja, so viel jetzt von uns. Wir möchten noch hinweisen, also auf die nächsten Live-Events, die wir dann übertragen werden. Wir werden mit Sicherheit in aller Kürze dann von der International League im Eishockey Spiele der Vorarlberger Mannschaften, EHC Bregenzer Wald und auch der VU Feldkirch übertragen. Für heute sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Es war toll, hier Ihr Kommentator zu sein. Wir gratulieren noch einmal allen, sowohl Marathon, Staffel, Halbmarathon, Viertelmarathon, Walking-Bewerbe. Wir gratulieren allen aufs Allerherzlichste fürs Finishen, sagen Dankeschön und wir freuen uns dann, wenn Sie beim nächsten Mal wieder bei uns einschalten. Der Sparkasse-Marathon der drei Länder am Bodensee bei Sportarena TV und RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Hops & Malt, Vorarlbergs erstem Biershop, Uniwash 6x in Vorarlberg, Ouch & Go, bunte Besserung, Hotel Kaiserstrand, Vorarlberg Sport, den Bergbahnen Gargellen und dem TVB St. Anton am Arlberg.